Schön, dass du mir wieder zuhörst. Mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Woran kannst du denn jetzt eigentlich erkennen, dass deine Eltern eine vielleicht narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder narzisstische Strategien angewendet haben bei deiner Erziehung? Du bist vielleicht erwachsen, du blickst auf deine Kindheit zurück. Und empfindest sie eigentlich als weitgehend, naja, in Ordnung, war nicht alles gut, aber so weitgehend ist in Ordnung. Doch oft, und das fragen mich oft die Klienten, kann denn das wirklich sein, dass meine Eltern zum Beispiel narzisstische Strategien haben, dass es doch tiefe Spuren in dir hinterlassen hat? Also man muss halt vorab sagen, es gibt viele neurotische Strukturen bei Menschen, die ähnlich sind mit narzisstischen Strukturen, und nicht alles ist immer gleich pathologisch narzisstisch, und trotzdem hat es dich enorm geprägt. Und die Spuren, die du jetzt so in deinem Leben merkst, das können ganz unbewusste Verhaltensmuster oft sein. Du hast in manchen Bereichen das Gefühl, du bist emotional blockiert, oder ganz viele erzählen mir: Ich bin nicht wirklich in meinem Leben angekommen. Ich fühle mich sehr einsam, ich fühle mich isoliert. Und das kann alles so ein Hinweis sein, dass in deiner Kindheit einiges nicht so gut gelaufen ist. Und in diesem Podcast, jetzt Video, möchte ich dir diese subtilen und oft auch sehr spät erst erkannten Symptome schildern, die du zwar aufzeigen kannst, worauf vielleicht ein Rückschluss gezogen werden kann, dass in der Erziehung sehr viel Negatives passiert ist. Und da ist oft festzustellen, dass diese Menschen, also du in dem Sinn, oft sehr ambivalente Verhaltensweisen zeigst, je nach Kontext auch. Und also Kontext heißt, je nach Umgebung, je nach Menschen, mit denen du dich triffst, je nach Situationen, was du so sonst noch erlebst, auch deinen emotionalen Zuständen, dass du manchmal einfach so oder so reagierst. Und es kann eben darauf hindeuten, dass in dir ganz tief sitzende Konflikte sind und ganz starke Unsicherheiten, die auf vielleicht unter anderem narzisstische Strategien deiner Eltern zurückzuführen sind. Ich möchte jetzt so auf ein paar Sachen eingehen und vielleicht findest du dich wieder. Schreib's doch dann in den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail. Erzähl mir davon, was für dich so passt. Also eins kann zum Beispiel sein, dass du ein überangepasstes Verhalten immer zeigst. Eigentlich so mit dem Ziel, ich möchte keine Konflikte, ich möchte den Erwartungen anderer gerecht werden. Ich möchte alles richtig machen, um ja nicht negativ aufzufallen und auch um die Anerkennung zu behalten. Das wäre so eine Möglichkeit. Und die andere Seite wäre, dass du eher so rebellisch bist, dass du trotzig reagierst, dass du einfach eine Reaktion zeigst auf diese ständige Überkontrolle in deiner Kindheit, dass du sehr schnell eben heftig reagierst, wütend reagierst, abwertend reagierst, weil das kann daraus entstanden sein, dass du so eine Übermacht erlebt hast, dass du in dir sagst, kein Mensch kommt mir mehr so nahe, kein Mensch sagt mir mehr irgendwas, und du stellst dich auch ganz bewusst gegen alle Autoritäten, gegen gesellschaftliche Erwartungen, auch um deine Unabhängigkeit zu weisen und dich von allem, was dich irgendwo niedermachen könnte, abzugrenzen. Ein Punkt wäre dann auch, dass du ein unheimliches Bedürfnis hast nach Bestätigung oder auch ein Gefühl, was zum ersten Punkt ein bisschen aufpasst, ich muss total unabhängig sein. Also das ständige Bedürfnis nach Bestätigung, nach
externe Anerkennung, also Anerkennung im Außen, sei es im Berufsleben oder in sozialen Beziehungen. Du hast in dem Fall das Gefühl, du bist nur wertvoll, wenn andere dich bestätigen und sagen, ja, du bist toll, du bist gut, du strebst dann da auch danach, perfekt zu sein, um diese Bestätigung zu halten, total dependent, also dich anzupassen. Und ich habe vor kurzem so einen Video gesehen von einem bekannten Schauspieler, der gesagt hat, eigentlich viele Menschen, die auf der Bühne stehen, denkt man ja, die haben vielleicht ein großes Selbstwertgefühl, haben die meisten aber gar nicht, sondern die Bestätigung vom Publikum, dass sie gesehen werden, dass sie was wert sind, dass sie überhaupt existieren, dass sie da sind, ist es so der Hauptantrieb für einen Teil von vielen Schauspielern oder Bühnendarstellern. Also vielleicht passt ein bisschen in den Kontext rein. Also wenn du dich da ertappt fühlst, dass du ständig einfach Bestätigung und Anerkennung brauchst und bei der kleinsten, minimalsten Kritik zusammenbrichst und dich komplett in Frage stellst, ist das vielleicht ein Anzeichen, dass in deiner Kindheit sehr, sehr viel Abwertung, Bewertung, Unterdrückung war. Manipulation vielleicht auch, genau. Die andere Seite von diesem Punkt wäre, dass du dich ganz stark unabhängig zeigst. Du versuchst, diesen Pol zwischen Bindung und Autonomie in Richtung Autonomie zu leben. Sagst, ich brauche keine Bestätigung mehr, ich mache alles alleine, ich bin absolut unabhängig, also extrem übertrieben unabhängig. Du hast das Gefühl, du bestehst auch darauf, ich schaffe alles alleine. Du vermeidest es, um Hilfe zu bitten. Da steckt vielleicht auch die Angst dahinter, schwach oder abhängig zu erscheinen und dann wieder ausgenutzt zu werden. Also einfach so ein bisschen so ein paar Hinweise, wo du mal drüber nachdenken kannst. Ein ganz wichtiger Punkt ist jetzt der dritte. Du hast extreme Schwierigkeiten, deine eigenen Bedürfnisse auszudrücken oder du hast eine übermäßige Durchsetzungskraft. Also wenn du Schwierigkeiten hast, deine eigenen Bedürfnisse auszudrücken, das haben ja sehr, sehr viele Menschen, dann ist oft die Lernerfahrung dahinter, dass sie nie wichtig waren. Dass du immer dich zurückstellen hast müssen, hast die Wünsche anderer Menschen erfüllt, aber deine eigenen sind nie wahrgenommen worden. Du bist vielleicht bestraft worden, wenn du mal einen eigenen Wunsch geäußert hast. Also ganz, ganz heftig, wenn man das in der Kindheit erlebt. Du bist halt mitgelaufen und solange du die Füße unter dem Tisch hast, hast du nichts zu wollen und nichts zu brauchen. Und da hast du vielleicht gelernt, ich nehme meine Bedürfnisse total zurück und ich kümmere mich nur um die anderen Menschen. Die andere Seite diese Thematik wäre, dass du deine eigenen Bedürfnisse extrem stark durchsetzt. Manchmal auf eine Weise, die vielleicht dominant oder unnachgiebig von anderen empfunden wird, weil das oft auch ein Versuch ist, die erlebte Ohnmacht aus der Kindheit zu kompensieren. Also du merkst schon, das ist so die zwei Seiten einer Medaille bei beiden Punkten. Und bei allen Punkten, die du jetzt hier hörst, kann ja nicht alle aufführen, aber ein Teil mal, da gibt es die zwei Seiten. Entweder lebst du die eine Seite oder die andere Seite. Aber die Ursache ist immer, dass in der Kindheit einfach ein Bindungstrauma, ein Entwicklungstrauma passiert ist, dass du nicht wahrgenommen, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt worden bist, dass du abgewertet worden bist. Und es steckt dann eigentlich bei beiden Verhaltensweisen oder Reaktionsweisen dahinter. Dann ist ja auch so, dass in Beziehungen zum Beispiel sein kann, dass einerseits du extrem emotional abhängig dich zeigst oder dich emotional komplett zurückziehst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dass du jemanden kennenlernst, du verliebst dich
Und du hast eine ganz starke emotionale Abhängigkeit. Deine ganze Stimmung, dein ganzer Tag hängt davon ab, wie der Partner, ob er sich verhält, ob er sich meldet, ob eine WhatsApp kommt, ob eine andere Nachricht kommt. Weil du hast ständige Angst, verlassen zu werden und brauchst ständig die Bestätigung, dass er dich liebt und bei dir bleibt für immer und ewig und dich ja nie verlässt. Und da wäre die andere Seite, dass du dich komplett innerlich zurückziehst, vermeidest, enge Bindungen einzugehen, weil die Angst vor Verletzungen so groß ist. Und da resultiert natürlich daraus, dass du extreme Schwierigkeiten hast, eben anderen, dich anderen zu öffnen, dich einzulassen. Eine intensive Bindung muss ja nicht unbedingt Partnerschaft sein, aber auch Freundschaften, dich dafür zu öffnen. Dann wäre noch ein Punkt, dass zum Beispiel in dir so eine ganz tief sitzende Scham ist. Und da wäre die andere Seite so ein übermäßiger Stolz. Viele, die von narzisstischen Strategien oder eben Entwicklungstrauma betroffen sind, haben ganz tief sitzende Schamgefühle und ein ganz, ganz geringes Selbstwertgefühl. Sie empfinden sich total nichts wert, ungenügend und verstecken das eben auch hinter einer Phase. Ich bin normal, ich laufe mit der Menschheit mit und ich bin ja immer lieb und nett. Ich sage, es wiederholt sich ja immer wieder. Ein bisschen siehst du ja oder hörst du ja. Genau. Und da wäre die andere Seite, dass manche mit extremen Stolz reagieren. Also mit einer Betonung der Erfolge und Fähigkeiten, um die eigene Unsicherheit zu überdecken. Und da siehst du schon mal ein bisschen den Link, dass man Menschen oft nachsagt, die narzisstische Strategien haben, dass dahinter eben da auch dieser wahnsinnige Selbstwertmangel ist und die fühlen sich innerlich also als total ungenügend und verstecken diese Gefühle hinter einer Fassade ihres wahnsinnigen Erfolgs und der tollen Fähigkeiten und der sportlichen und beruflichen Medaillen und Pokale, was sie haben und so. Weil dieser Stolz dient als Schutzmechanismus, um an diese tiefe Scham nicht ran zu müssen, die sie in der Kindheit erlebt haben, weil dann ist dieses Gefühl, so wie ich bin, bin ich nichts wert. Ich möchte es nochmal auf den letzten Punkt eingehen, sonst wird es zu lange. Ich verlinke euch unten auch eine PDF, wo noch mehr Punkte drin stehen. Und zwar geht es da um ein so ein übermäßiges Verantwortungsgefühl. Das kenne ich ein bisschen sehr gut, also die anderen Sachen auch, aber das war bei mir sehr ausgeprägt, beziehungsweise das versus Flucht vor der Verantwortung. Also Menschen, die betroffen sind, haben ein übermäßiges Maß an Verantwortungsgefühl. Das kann für andere Menschen sein, das kann auch für Tiere sein. Also da steht das Wohl der anderen Menschen und in allererster Linie zuerst mal der Eltern über allem in der Welt. Und man bleibt dann und fühlt sich verpflichtet, die Erwartungen anderer zu erfüllen, selbst wenn es eine eigene Belastung ist. Man geht finanziell über die eigenen Grenzen, man geht energiemäßig von der Kraft her über die eigenen Grenzen, nur um den anderen zu genügen und für die anderen da zu sein, weil in einem selber so ein starkes, ich sage es mal, also krankhaftes Verantwortungsgefühl ist, also würde ich bei mir jetzt so sagen, ja, nicht da irgendwo mal was abzugeben oder eben man kann dann auch nicht Nein sagen oder sich nicht abgrenzen, weil das ist so ein innerer Sog, sich so zu verhalten, man kann gar nicht anders. Und da wäre wieder dieses Gegenteil sozusagen, die andere Seite der Medaille, dass man flieht vor Verantwortung. Gerade wenn man das Gefühl hat, es wird einem von außen auferlegt, man vermeidet Verantwortung, man zieht sich zurück, vermeidet irgendwelche Verpflichtungen einzugehen, eben um nicht wieder in die Rolle gedrängt zu werden, die du als Kind erlebt hast. Ich bin für die Mama, für den Papa da, ich muss die Familie retten, ich muss auf meine Geschwister aufpassen, ich muss die ganze Welt retten sozusagen. Und
Das ist auch relativ heftig und eben auch ein Punkt, was sich zeigen kann als Spätfolgen quasi von einer Erziehung durch narzisstische Strategien oder pathologische Narzissten oder mit einer anderen Persönlichkeitsstörung. Gibt es ja viel in dieser Richtung. Genau. Also eins möchte ich noch so zum Abschluss sagen, und zwar, das ist so Perfektion versus Prokrastination. Weil, das war, ist ja vorher auch schon mal angesprochen worden, dieser Perfektionismus, dieser Drang nach absolut Perfektion kommt daher, weil du unbewusst vielleicht die Überzeugung hast, nur absolute Fehlerlosigkeit ist notwendig, um Anerkennung und Liebe zu verdienen. Du setzt dich total unter Druck, in allem, was du tust, perfekt zu sein. Letztendlich wieder Rückschluss, um den kritischen Stimmen deiner Eltern zu entgehen und als Kind damals im Familienverband zu bleiben. Und dann die andere Seite wäre dann diese Aufschieberitis, die Prokrastination, dass du Aufgaben, Entscheidungen endlos aufschiebst, weil du eben die Angst davor hast, zu versagen oder kritisiert zu werden. Da hat man oft Schwierigkeiten, überhaupt Projekte anzufangen oder Projekte abzuschließen. Also das hängt auch mit dieser frühkindlichen Traumatisierung zusammen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was wegnehmen, was mitnehmen können in dieser, in diesen Ausführungen. Und da ist halt immer ganz, ganz wichtig, ganz individuell und bewusst hinzuschauen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst von ein paar Punkten. Was ist so wirklich dein Thema und vor allem, wie kann man dich stärken in deinem Selbstwert, in deiner Selbstliebe, also auch mit den inneren Seiten? Welche Seite im Moment in dir? Ist es das Kind, wo, oder der innere Antreiber, der perfekt sein will oder sich nicht einlassen kann oder immer nur lieb oder angepasst ist? Welcher steht da im Vordergrund und was braucht er? Weil alle Seiten in uns, die haben ihre Berechtigung und das, die gehören angehört und die gehören gewertschätzt und quasi mit, also aus dem Erwachsenen-Ich, was ja auch oft nicht einfach ist, das zu entwickeln, betreut und in Sicherheit gebracht sozusagen und einfach, dass es sich weiterentwickeln darf und sehen darf, dass es jetzt nicht mehr in dem Alter, in dieser Zeit und Raum von damals stecken bleibt, sondern jetzt ins Leben wieder zurückkehren kann. Also das ist ein Prozess, das dauert. Es geht nicht von heute auf morgen und da muss man Zeit und manchmal auch Geld investieren, aber es lohnt sich und ich habe das alles so selber hinter mir. Ich kenne das einfach sehr, sehr gut. Und auch so zum Beispiel, das wäre nur ein Punkt, dieses starke Bedürfnis nach Kontrolle oder Hilflosigkeit, das könnt ihr aber dann in der PDF unten auch nochmal nachlesen. Da bin ich auch noch drauf eingegangen und andere Punkte. Ja, ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Und bis dahin, ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Wenn dir das Video gefällt, dann like es, würde mich freuen. Oder schreib mal einen Kommentar. Oder wenn du dich Wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir. Die ganzen Kontakte sind ja verlinkt unten in den Shownotes. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute. Pass auf dich auf. Deine Beate. Tschüss.